Jo, was ist das? Jo, da ist ein alter Maybach. Ich wäre abgestiegen vom Motorrad, ich hätte ihn noch am Boden gestiefelt. Ampeln zählen halt auch nicht für Fahrradfahrer, weißt? Digga, f*** die mich alle ab, Mann. Ups. Das war peinlich. Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Man sieht, ich bin wieder mal auf dem Motorrad unterwegs. Amana, zickzack, jetzt fängt es an zu regnen. Digga, den ganzen Tag ist es sonnig. Und jetzt, wo ich Feierabend habe und endlich fahren kann, fängt es an zu regnen. Oh mein Gott, es fängt sogar stark an zu regnen. Aber Mann! Das Wetter in Deutschland und vor allem in München ist so ein... Ich kann es nicht mal in Worte fassen. In München, wir kriegen es nicht hin, dass es eine Woche lang schön ist. Und wenn doch, dürfen wir danach mit Regen schauen, als ob es Amazonas wäre, bezahlen. Und worauf wartet der davon auf bessere Zeiten? Ja, du hättest 5-mal rüberfahren können. Das hat sich gut angehört. Ich muss immer mein Visier hochklappen, weil ich sehe nicht genau die Farben von den Wolken vorne. Das ist so schlimm. Ich denke mir auch manchmal so, boah, jetzt fängt es gleich richtig an zu gewittern. Dann ziehe ich mein Visier hoch, einfach weiße Wolken, einfach wunderschönes Wetter. Ich müsste auch mal die Erweiterung für meinen Führerschein machen. Also halt den A-Schein, dass ich offene Maschinen fahren darf. Aber ich habe einfach keinen Bock. Ich habe null Bock zur Fahrschule zu gehen und nochmal den ganzen Dreck da durchzuziehen. Warum ist es nicht auch wie früher, dass man einfach von alleine geupgradet wurde? So, hier, du bist 2 Jahre gefahren, du weißt schon, wie es geht. Bitteschön. Nein, jetzt muss man nochmal eine Prüfung machen, weißt. Aber ich glaube, den Sommer hätte ich mir eh keine offene Maschine geholt. Wenn dann nächsten Sommer. Und deswegen überlege ich mir halt, ob ich es überhaupt dieses Jahr noch machen soll oder nicht. Es wird halt schon Sinn machen, jetzt zu machen, weil könnte ich mir im Winter vielleicht eine offene kaufen, wenn die billiger sind. Und die dann auch zumindest bis nach Hause fahren und nicht extra einen Transporter dafür mieten müssen. Yo, was ist das? Eine Hellcat? Das war eine Hellcat, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es der Demon war. Aber von vorne sah das mal brutal aus wie ein Camaro, Digga. Ich bin heute Morgen aus Versehen auf dem Weg zur Arbeit in eine Motorradkolonne gerutscht. Das waren so 5, 6 Dudes aus Rosenheim und Tölz. Also dem Kennzeichen nach zu urteilen, keine Ahnung, wer die wirklich kam. Ich habe nicht mit denen geredet. Und wir waren halt auf dem Ring unterwegs. Auf dem Ring war typischer Ringverkehr, also es geht gar nichts voran. Und es ist ein krasser Unterschied, wie viel mehr Platz die Leute machen, wenn dann eine Motorradkolonne kommt, als wenn du alleine fährst. Alleine musst du gefühlt bei dem Typen vor dir gehen, dass er dir Platz macht, dass du filterst. Wenn da aber auf einmal 5, beziehungsweise mit mir 6 Bikes ankommen, siehst du, Bruder, es wird Rettungsgasse für uns gebildet. Beste, er gibt rechten Blinker, sein Linker geht an. Ich vergesse immer, wo wir Augen küssen müssen. Ich glaube hier, oder? Ja, hier. Es geht bei dem Bruder ab. Also wegen dem LKW, okay. Naja, das bedeutet mehr Zeit für uns, um Augen zu küssen. Da oben ist er. Der allmächtige Abdallah. Keine Ahnung, wie er mit Nachnamen heißt, Digga. Ganz schnell, alter Mann, jetzt. Junge, die ist fett. Die Maschine ist fett. Eine Goldwing war das, Mann. Besser bekannt als die Couch mit 2 Rädern. Das Ding ist halt echt einfach ein Auto mit 2 Rädern. Das hat ja sogar einfach einen Automotor. Das ist einfach 1:1 der Civic-Motor, der da drin steckt. Also die Folie ist geil. Kann man nichts sagen. Yo, da ist ein alter Maybach. Bro. Mit Chauffeur und alles, Mann. What the f***? Wie geil. Da vorne ist der neue 4er übrigens. Ich glaube, ich habe einen alten Maybach jetzt echt weniger gesehen als die neuen. Weil das ist halt eine echte Seltenheit. Wobei die gar nicht so viel kosten, glaube ich, weil deren Wert ultra eingestürzt ist. Ja, doch, ich habe bis jetzt... Das ist, glaube ich, der 2. Maybach, den ich hier so sehe. Einen habe ich einmal bei mir in meiner Gegend gesehen und den jetzt halt...
Weißt du, schon wieder so ein absoluter Fahrradfahrer. Links ist eine Spur für dich, du kleiner. Was fährst du rechts neben mir, dass ich dich fast überfahre? So ein elendiger Mann. Aber dann, oh, die Motorradfahrer und die Autofahrer sind so böse. Wir müssen Fahrradfahrern mehr Spuren geben. Juckt gar nicht so, wie es aussieht, Mann. Ich weiß gar nicht, ob man den auf dem Video gesehen hat. Ich habe ihn beim Einbiegen rechts neben mir gesehen. Ich so, du elendiger. Verpiss dich von da, dachte ich mir nur. Das wäre so einer, hätte ich den überfahren, ich weiß, ich bin schuld, ich wäre abgestiegen vom Motorrad, ich hätte ihn noch am Boden gestiefelt, warum er so ein ist. Ampel zählen halt auch nicht für Fahrradfahrer, weißt. Digga, willst du mich komplett Digga, die mich alle ab, Mann. Ja, auch auf die Gegenfahrbahn. Bruder, mach einfach, was du willst. Die Straße gehört dir, Digga. Ich glaube, wir müssen aufhören, YouTube. Ich verprügel noch irgendeinen Fahrradfahrer, wenn ich noch einen sehe, der sich so verhält, Mann. Ohne Spaß, Digga. Ich fahre jetzt nach Hause, ich muss mich hinlegen, okay? Muss ich alles verarbeiten, was jetzt gerade in den letzten 5 Minuten passiert ist. Falls euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt mir gesund und yalla.